Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels im Rahmen des 21. Spieltages begrüßen. Unser KFC gewann vor 1809 Besuchern mit 3:0 gegen den FC Weberg B. Bevor wir zu den Stimmen der beiden Trainer kommen, noch schnell die Ergebnisse von den anderen Nachholspielen des heutigen Abends. Der Tabellen-18. Westfalia Ringland gewinnt gegen Fortuna Düsseldorf 2:1. Der SC Verl und die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund trennen sich unentschieden 1:1. Und Rot-Weiß-Oberhausen unterliegt den SC Wiedenbrück 1:3. Bei mir jetzt der Teamchef des FC Wegberg B, Friedel Hensen, und KC-Trainer Stefan Krämer. Herr Hensen, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, guten Abend zusammen. Ich glaube, das Ergebnis brauche ich keine Reden. Glückwunsch an den KC, verdienter Sieg. Auch in der Höhe, ich sage es mal so, wenn das ein oder andere Tor hätte noch mehr fallen können, aber oder besser sind wir auch mit dem Ergebnis nicht ganz unglücklich. Natürlich, wenn man verliert, ist es immer schwierig, aber man muss ehrlich sagen, ich glaube, man konnte von vornherein sehen, dass wir schon zwei verschiedene Welten aufeinandertreffen, dass der KFC einfach ja eine Spitzenmannschaft ist und wir dann wirklich um jeden Punkt ohne Ende kämpfen müssen. Trotz allem verliert man nicht gerne, nur ich glaube, aufgrund der Konstellation ist es dann 0-3 und aufgrund der Chancen, die Berlin noch hatte, ja, ein ordentliches Ergebnis für uns. Wir haben uns nach Kräften gewehrt. Trotz allem muss ich sagen, die ersten beiden Gegentore waren mir dann aus der Defensive unserer Seite aus ein bisschen zu einfach, da haben wir es nicht gut gemacht. Beim 1-0 den Spielaufbau von hinten schon nicht, den Passweg nicht vernünftig zugestellt, dann ist es dann immer schwer zu verteidigen. Hätte ich mir ein bisschen mehr Gegenwehr gewünscht, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, ich glaube, wir haben uns nach unseren Möglichkeiten, die wir im Moment haben, gewehrt. Ja, vielleicht vorne den einen oder anderen hätten wir ein bisschen konsequent abschließen müssen, aber grundsätzlich, wie gesagt, Glückwunsch an den KFC. Wir können mit der 0-3 leben und müssen einfach versuchen, uns aufzurichten, um wieder den einen oder anderen Punkt zu sammeln, dass wir vielleicht ja, die Möglichkeit doch haben, in der Liga zu bleiben. Danke. Vielen Dank, Friedel Hensen. Dann darf ich jetzt den ja doch etwas nassen KFC-Trainer Stefan Krämer und seinen Kommentar mit. Ja, schönen guten Abend zusammen. Danke für die Glückwünsche. Erste halbe Stunde war cool. Also war so, wie wir das wollten, viele Positionswechsel, gute Ballstaffetten, gut zwischen die Linien gekommen, gute Torschancen rausgespielt, zwei Tore gemacht, noch zweimal Pfosten und Latte getroffen. Die ein oder andere Chance liegen lassen, muss man sagen. Ich glaube, die beste von Maxi relativ am Anfang des Spiels. Dann mit Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir so eine Phase, mit der ich gar nicht so zufrieden war. 10 Minuten lang nicht so wirklich Zugriff gehabt. Da ist ja das 3-0 von Meister zum richtigen Zeitpunkt gefallen. Danach waren wir wieder griffiger und wenn ich der Mannschaft einen Vorwurf machen kann, was ich eigentlich nicht will, aber wenn ich es müsste, dann wäre es die Chancenverwertung. Ich glaube, manchmal die letzte Überzeugung und die allerletzte Konsequenz in der Verwertung der eigentlich ganz guten Möglichkeiten hat mir da ein bisschen gefehlt, aber das ist wirklich lange auf hohem Niveau in der englischen Woche. Die Jungs haben es wieder gut gemacht, waren konzentriert, lassen im Moment keine Luft, haben trotzdem vor Selbstbewusstsein und haben ein gutes Spiel gemacht, damit kann ich sehr gut gehen. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Krämer. Gibt es Fragen von seiner Presse? Alle Unklarheiten beseitigt, dann habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Bedanke, wünsche unseren Gästen aus Wegberg alles Gute für den Abschiedskampf. Ja, wir sehen uns hier wieder, also wir sehen Sie da nicht wieder, das nächste Heimspiel des KFC am 22. April, 14 Uhr, zu Gast die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Bis dahin, schönen Abend noch. Kommt ins Vorfeld und sich dann auch. Tschüss, sagt ihr und euer KFC-Ding.